Stopfen wir ja eh alles rein, was wir nicht brauchen, oder wir verbauen's nachher, wenn wir an den Hafenhaus, an der, wie könnte man das sagen? Ja, an dem Hauptzollamt wird das ja eher, weil dort ja die Sachen ankommen und dann verzollt werden. Ach, kommt, Leute. Boah, gleich so viele. Aber der erste hat uns nicht erwischt. Der schon. Wow, der hat seinen Kumpel aber richtig hochgeschleudert. Okay, und den dritten, den machen wir jetzt mal gescheit. Ups. Der ging jetzt aber schnell kaputt. Oh, Level 20. Schön. Wie sieht eigentlich jetzt das Laub aus? Das interessiert mich doch. Okay, hier haben wir richtige Blätter. Hier mehr Nadeln. Da haben wir die Blätter in Dunkel. Das sind. Sieht ein bisschen nach Hanf aus, oder? Dann hier auch nochmal. Ach, das sind die beiden Eichenlaubbäume. Dann war das hier mit den großen Blättern, war dann die Akazie? Nee. Doch. Keine Ahnung. So, dann kommt ihr jetzt erstmal hin. Dann haben wir hier hinten nochmal wieder ein bisschen mehr Licht. Eins. Ach, guck mal, wer hat denn da einen vergessen? Ach nee, haben wir ja auch erst heute gebaut. So. Ja, hier kommt ja ein Weg hin. So. Das heißt, hier erstmal eine Reihe wegschnetzeln. Mir fällt jetzt fast nur noch Cobblestone ab. Schon mal hinlegen. Oh, hier kommt kein Weg hin. Genau, nehme ich einfach mal an mich. So. Ich kann mal dicht machen. Wie gesagt, wenn schon, denn schon. So, dann können wir hier zwei raus. Reißen und dann durchziehen. Aber ich glaube, das Durchziehen, das machen wir erstmal von der anderen Seite, oder? Naja, ist ja egal. Wir können ja abzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann geht das hier wieder hoch. 11, 12, 13. 14, sprich, Dings ist zu Ende. 15, das ist der Wassergraben. 1, 2, 3. So. Dann gucken wir mal, wie weit wir müssen. Stellen wir uns jetzt mal sogar eine Fackel hin, damit wir hier was sehen. Und ich sehe jetzt viel Dreck. Ah, doch genau gepasst. So. Dann ab hier. Hier brauche ich ja eine sehr breite Schneise. Das ist jetzt, ich glaube, das schlimmste und höchste Stück haben wir hinter uns. Oder kommt jetzt noch eins von beiden? Sucht es euch aus. Erkennen. Nee, das schlimmste Stück kommt jetzt noch.
Und zurück. Und dann noch einmal hin und dann haben wir das hier auch fertig. Dann noch den Dreck abschürfen. Und da oben über den Dreck den Cobblestone wegnehmen. So. Ja, hier war so richtig schön so eine kleine Dreckbeule im Boden drin. So. Dann zack, zack, zack. Zack, und dort nochmal. Und dann die Route hier. Und das Ganze zurück. Na, wir pflanzen jetzt hier dann schnell gleich den Cleanstone hin. Damit wir dann in Ruhe das Netherzeug farmen können und das dann daneben setzen. Dann haben wir die zwei Lücken auch fertig, denn sonst bleibt da so ein kahler Strich und das sieht auch doof aus. Ja, arbeiten wir heute mal nur hier dran, dafür nächste Mal dann nur am Hafen. Wo ist denn das nächste Netherportal? In der Netherfestung hatten wir keines, oder? Nee, ich glaube, das ist auf dem Friedhof das nächste. Hier. So. Aber man hat halt jetzt mit jeder Runde weniger Arbeit. Und man kann halt wirklich gut was stehen lassen, so. Cleanstone-Pyramide, da müssen wir wirklich aufpassen. Da könnten wir nämlich auch schon eigentlich direkt einen Teil der Pyramide stehen lassen. Ich meine, das fängt ja an hier mit der Grundreihe. Die kann man komplett so stehen lassen. Ich meine, das ist jetzt ja egal, ob das natürlicher Cleanstone ist oder von uns gesetzter. Ups. Du bleibst da drin. Ach. So, hier müssen wir gleich ein bisschen was reinstopfen, damit es wenn schon denn schon ist. Oh, das sind Luxusprobleme, die wir da jetzt füllen. So, du kommst dadurch weg. So. Nee. Dort denn aber du nicht. So. Ah, die wird wirklich ganz massiv. Zumindest bis, ja, ich sag mal, 3/4 hoch. Oh, wahrscheinlich können wir da auch noch gleich die Spitze mit massiv machen. Eine Reihe muss ich ja eh legen, damit das mit den scheiß Treppen einfacher wird. Oh, trifft sich, dass gerade die Treppenpyramide hier massiv gebaut wird. Kommt mir sehr entgegen. Dadurch geht das hier ruckzuck. Naja, solange ich keine Fehler mache.
So. Ah, bin ich wieder eine Treppe abgerutscht und schon klappt das nicht. Und die nächste Reihe. So. 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 Also die 10 Blöcke, die wir da jetzt noch rein investieren müssen, um das Ganze solide zu machen, das ist ja wohl ein Witz. Da war ich ein bisschen schnell. So. So, und solide. Ah! Eine stabilere Pyramide werdet ihr nirgendwo finden. Da ist die Platte. So, das heißt, jetzt kommt die Cleanstone-Pyramide. Mit der wir jetzt nicht viel zu tun haben werden. Ich trinke noch mal ganz kurz ein Schlückchen. So, Flasche leer. Cleanstone. Kann auch wieder ein bisschen Dreck wegpacken, da reichen wirklich 3 Stacks. Dann in die Holzkiste die 9 Überbleibsel rein. Den Cobblestone können wir hier rein tun. Jede Menge. Nicht schlecht. Nicht verkehrt. Wir nehmen die 4 Stacks mit. Mal gucken, wie viel wir davon effektiv brauchen werden. Und einmal kurz ins Bettchen. So. Dann fangen wir mal an. So, hier müssen wir flach machen alles. Ich mache jetzt erstmal nur mit inklusive Mauer hier. So, bis wohin denn? Jetzt mal schön hier irgendwie so einen Wegweiser zu haben. So. Dann bis hier. So, 3 rein. Ja. Plus diese hier, aber die nur. Ich glaube, die machen wir extra, sonst machen wir eh wieder nur Fehler und verbauen uns. Der Kleine, ich warte schon. Aber wahrscheinlich ist er irgendwo unter der Erde. Wie hoch ist die Mauer? Ach, da kommen die Monster drüber. Oh.